So, Teil 3 des Billard-Duells-Turniers, wie auch immer. Die beiden stehen sich heute gegenüber. Einerseits in keiner Ecke. Der Typ mit dem Hut. Der mit dem Hut. Nein, die steht in der anderen Ecke. Und zwar hier. Okay. Alias Matti. Ich habe überraschenderweise in der letzten Folge einen Punkt geholt. Spoiler. Das werde ich hoffentlich diesmal wieder tun und er wird mir dabei helfen, indem er wieder die 8 reinhaut. Vergiss es. Vergiss es, diesmal werde ich ihn platt machen. Tausch noch irgendwelche Körperflüssigkeiten oder Fremdwörter oder so aus. Oder auch nicht. Hier. Okay, verwirr mich nicht mit deinem Zeugs hier. Jetzt geht's um die Wurst. Ich bin jetzt 15 Züge im Voraus, habe ich jetzt alles berechnet und ich stelle fest, wir sind scheiße. Könnt mitsehen. Voll, voll, voll. Ist das nicht toll? Die voll? Nein, habe ich jetzt. Ein Bild von etwas Schönem. Guck mal, Matti hat eine Tomate getroffen. Das war genau ein Zug. So viel zum Thema, erst 15 Züge voraus. Ich hab nein, nein. Ich habe gesagt, wir sind scheiße. So. Warte mal noch 14 Züge. Soll ich zurückspulen? Ja. Bitte. Beim Fußball, der Schiedsrichter läuft am meisten. Schön, mein. Hör mal auf, ey. Mach ja eine Kugel. Bitte. Der Schlag des Schicksals. Dein Schicksal ist besiegelt. Nehmen Sie den Stab des Schicksals und besiegen Sie. Voll auf die Klöten, die da hinten, die Klöten. Eine Klöte. Das war Hitlers Klöte. Darf er das? You said it! Du bist der Einzige, der mir einfällt, der nur eins hat. Armstrong, wirklich? Ja. Thank you.
Mama hat nach Essen gerufen. Kurzer Cut. Guckt euch ein anderes Video in der Zeit an. Wie zum Beispiel, wie ich Bautze geschlagen habe. Oder wie Finn sich selbst eliminiert hat. Eliminiert. Ich fange nochmal an, ich schneide das raus. Es geht weiter. Gangbildung! Bevor sie Drogen verkaufen! Die Mexikaner verkaufen nur Drogen! Darf er das? Ja! So, komm mit dir. Shinhabens! Hier. Ich werde mal die Gruppenbildung zerschlagen. Willst du dazu einen Kommentar abgeben? Nein, ich will keinen Kommentar dazu abgeben. Möchtest du einen Kommentar? Ja! War das scheiße? Ich hab's ja nur schon zweimal so gemacht. Wird das besser machen? Je, wär's er? Nein, niemals. Alright, alright, alright. Ah, Stimmt. Ficken. Oh, das darf man ja nicht sagen. Oh mein Gott. Ja, ich hab sie gesehen. Das Auge ist wach, Sarah. Heimdall sieht alles. Das Schlangenauge. The lazy eye. So haben wir einen Spieler. Krieg ich ihn rein? Du kriegst ihn nie rein. Fox ist eine Freundin. Gigi. Eigentlich geht dieser Starkäfer in den Fahrt. Ja. Komm schon, Baby, lass mich nicht im Stich! Das war... Das war geil, Mann! Gesehen, Reflexe wie eine Katze. Wie eine Dschungelpflanze. Eine mit Ranken? Bisa. Ranken. Hey. Über. Gut, dass wir nicht über die Hälfte spielen, aber ist geil. War die Hälfte. War ich genau die Hälfte. Quatsch, ist die Hälfte. Also, ja, aber bei mir wird genau drauf geachtet. Ja. Jetzt ja, müsst ihr alles... Jetzt. Du wolltest von hier nach hier spielen. Ja, das ist... Wenn man so guckt, ist das und das auch eine Hälfte. Ja, komm mal. We'll be right back.
99%. Ich Kamera. Nicht. Yes. Yes, I can. Grenze zum Geil sein! Möchten Sie dazu noch etwas sagen? Ihnen steht jetzt noch ein Spiel bevor, gegen einen, gegen die Sie auch schon mal so verloren haben. Das wäre denn eine dreifache Ratte. Ich meine, das Triple ist ja dann komplett. Würden Sie das begrüßen? Mr. Matti! Ja. Sie sind jetzt aus reiner Dummheit der anderen Sieger dieses Turniers. Sie waren einfach nicht gut genug. Er hat den leichten Ausweg gewählt. Selbstmord. Ich hätte ihn auch so fertig gemacht. Denn, wie man sieht, ich hab mehr Kugeln. Also entweder bist du nur blind oder einfach doof. Stimmt gar nicht, dass Models schön so oder doof sind, ne? Die können auch beides sein. So, also. Dritte Runde habe ich gewonnen. Von zwei. Die ich auch nur gespielt habe. Bei der anderen hatte ich keine Wahl. Nächste Woche gibt's ja Platz 1, 2. Tut mir leid. Ich konnte einfach nicht verlieren. Ich habe gewonnen.